Hallo Insektenfreunde, im heutigen Video geht es ja um das Thema Rückwände für Glasterrarien und ja, wie ihr sehen könnt, bin ich nicht unvorbereitet, ja, habe da ein paar Rückwände zusammengestellt. An der Stelle auch mal ein fettes Dankeschön an Mining Terraristik, die mir die einfach zur Verfügung stellt, ohne dass ich da jede einzelne kaufen muss. Ja, sonst wäre ich irgendwann mal arm nach den Videos, wo ich hier drehe. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal jede einzelne Rückwand durch. Ja, als erstes nehmen wir diese Zierkorkplatte, und zwar ist das die Korkinnenseite. Das könnt ihr euch so vorstellen, ja, Portugal ist das Hauptexportland, was Kork angeht. Und zwar stehen da Korkeichen, die werden quasi geerntet. Der Kork selber, der wächst wieder nach, also die Bäume müssen deswegen nicht gefällt werden. Und das, was ihr hier seht, ist die Innenseite vom Kork, also nicht die Außenseite von der Rinde. Und ja, ich finde, es hat wirklich einen schönen Look, ja, so ein bisschen so ein Stein, eine Steinoptik, finde ich super hübsch. Ja, und hier sehen wir die andere Seite von der Korkrinde, ja, und zwar die Außenseite. Ja, Kork hat die gute Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen und es langsam wieder abzugeben. Was passieren kann, ist, dass sich Tiere, vor allem Heimchen, reinfressen in die Rückwand und dann da hinten verharren. Aber das passiert eigentlich bei jedem Naturmaterial. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Korkplatte, und zwar die dünne Presskorkplatte. Ja, der Vorteil ist wirklich, dass sie wirklich sehr dünn ist und dadurch wenig Platz im Terrarium wegnimmt. Der Nachteil ist, sie nimmt nur wenig Feuchtigkeit auf und ja, sie hat keine Struktur. Das heißt, die Tiere können darauf nicht wirklich verharren, sie können hochlaufen. Und ja, sie sieht doch eher ein bisschen aus wie ein Fußboden, aber auch das ist Geschmackssache natürlich. Ja, jetzt kommen wir zum Shashim und ja, das liegt mir auch wirklich am Herzen, Leute. Also der Abbau von Shashim ist wirklich zerstörend. Ja, es ist auch nahezu schon ausgerottet. Und ja, es kommt hauptsächlich aus dem brasilianischen Regenwald. Und es ist ein Baumfarn, es könnt ihr euch vorstellen wie so eine Palme. Und es braucht circa 50 Jahre, damit die Palme sich wirklich komplett entwickeln kann. Und es sind so, ja, ist eine dunkle Rinde, die mit unzählig kleinen gepaarten Wurzeln sich zusammensetzt. Es gibt es auch in verschiedenen Formen, als Substrat oder Töpfe oder Röhren und so weiter. Bitte lasst die Finger davon, und ja, es ist ja wirklich nur für ein Dendrobatenbecken geeignet, also so Pfeilgiftfrösche und so, wo die Luftfeuchtigkeit fast tagsüber die ganze Zeit bei 100% liegt. Das vertrocknet euch bei eurer Mantide. Deswegen, das kaufen wir nicht. So, da seht ihr quasi unsere Rückwand. Und zwar nehmen wir Epoxidharz. Es ist ein Kunstharz, ja, oder ja, auch ein Zwei-Komponenten-Kleber. Und zwar gibt es da einmal das Harz selber und einen Härter. Und wenn man das zusammenleert, ja, dann reagiert es. Es steht auch drauf, na, man hat so eine Verarbeitungszeit von 45 Minuten. Dann wird es hart, es reagiert miteinander, es wird warm, heiß und es härtet dann aus, und danach hat man quasi einen Kunststoff, ja, also ein Harz kleben, der wasserfest ist, ja, den man aber auch waschen kann, wo man auch mit der Bürste richtig schrubben kann, wenn man es möchte oder muss. Man kann es auch im Salzwasserbecken verwenden, in der Meerwasseraquaristik. Also das sagt auch schon was aus, der gibt keine Stoffe mehr ab. Das kann man wirklich gut verwenden, bedenkenlos verwenden für die Tiere. Und weil ich dachte, hey, da ist ja noch ein bisschen Handwerk dabei, ich nehme das, kann ich euch noch ein bisschen was zeigen. Aber bevor wir jetzt anfangen mit Harzen, kurz zum Thema Rückwand reinkleben. Und zwar zeichne ich euch da an, wie ihr die Silikonfuge am besten anbringt an eure Rückwand. Außenrum einmal, ja, dass es dicht ist, damit die Futtertiere nicht gleich von Anfang an dahinter gehen und sich verstecken. Und in der Mitte ein Kreuz, damit sie auch in der Mitte gut fixiert ist. Nächster Tipp, macht die nicht bis runter zur Bodenplatte, sondern fangt da an, wo das Substrat aufhört. Weil sonst zieht die euch die Feuchtigkeit aus dem Substrat raus und die trocknet quasi niemals ab.
und es entsteht wirklich ziemlich schnell Schimmel und dann könnt ihr sie wieder rausreißen, alles rausmachen und ihr habt Probleme damit. Deswegen dieser kleine Tipp, nicht bis nach unten. Ja, jetzt kommen wir gleich mal zum ersten Vorteil, wenn man sich selber eine Rückwand bastelt. Ja, man kann die Materialien nehmen, die einem gefallen oder die man vielleicht übrig hat. Ich habe Spielkastensand übrig, siebt den einmal durch, damit er schön fein ist. Aber wie gesagt, ihr könnt da lila, blau, rosa Sand nehmen, was euch gefällt und den verwenden. Ja, da ich zum Film das Epoxidharz im Haus verwende, ziehe ich wirklich eine Atemschutzmaske auf. Handschuhe muss man sowieso immer verwenden, auch wenn es draußen macht. Ich empfehle euch, das wirklich draußen zu machen, an der frischen Luft, damit ihr da jetzt nicht die Dämpfe einatmet. Und ja, ihr seht, ich wiege das ab. Die Anleitung dazu steht dabei, wie viele Anteile Härte, wie viele Anteile Harz. Und dann vermischt ihr das Ganze einfach. Ja, die meisten verwenden Epoxidharz zum Versiegeln von der Rückwand. Das heißt, sie bauen da vorher aus Styroporplatten und Fliesenkleber, modellieren die da eine Rückwand und versiegeln das Ganze mit Epoxidharz ab. Ich mache jetzt komplett aus Epoxidharz eine Rückwand. Die kriegt man nie wieder raus aus dem Glasterrarium, aber es ist mir auch egal. Ja, die bleibt da drin. Ich kann die da drin auch putzen und ja, ich zeige mal, wie ich das mache. Also je mehr Epoxidharz ihr da reinleert, ja, desto dicker wird nachher eure Rückwand. Bei so einem kleinen Terrarium, ja, leert da lieber ein bisschen weniger rein, damit eure Tiere weiterhin genügend Platz haben. Bringt ja auch nichts, so eine dicke Rückwand, nimmt wirklich nur Platz weg. Und ansonsten, ja, es ist eine selber gemachte Rückwand. Das heißt, ich kann individuell darauf Einfluss nehmen, die Materialien verwenden, die ich möchte. Ihr könnt da auch wirklich Humus reinleeren, wenn er sagt, nö, ich möchte lieber was Erdiges haben. Das sei euch überlassen. Und eins kann ich euch da auch versprechen, ne? Keine Rückwand ist wie die andere. Ihr seid da wirklich individuell. Ihr kriegt die auch kein zweites Mal genauso wieder hin, ja, nur so ähnlich. Also ich habe da wirklich, ja, was Einzigartiges. Was an dem Punkt einfach nur beachten müsst, ist, dass genügend Sand im Terrarium drin ist. Das heißt, das Epoxidharz saugt sich voll mit dem Sand und wenn ihr zu wenig drin habt, sieht es die ganze Zeit so aus, nachher wenn es trocken ist, als ob das nass wäre. Also als ob die Rückwand nass wäre, sie glänzt, ja, weil das Epoxidharz auf dem Sand liegt. Wollen wir nicht haben, es soll sich komplett verbinden mit dem Sand, sodass es nachher auch wirklich, ja, felsig aussieht und nicht irgendwie, ja, wie nasser Beton. Und ja, deswegen achtet drauf, dass ihr genügend von dem Material habt. So, das ist jetzt ein Tag später. Ich habe es also einfach stehen lassen, hab gedacht, komm, sicher ist sicher, hab's auch nicht eilig. Und jetzt drehen wir das Ding mal rum und schauen mal, wie unsere Rückwand aussieht. Ja, es sieht aus wie ein Fels. Es ist hart wie ein Fels, also man kann mit dem Pinsel da noch ein paar einzelne Sandkörner runter machen, die nicht haften, aber das Ding ist super trocken, es ist super hart und ja, ich bin zufrieden, genau so habe ich es mir vorgestellt. Also ich leere jetzt auch mal den übrigen Sand dann voll aus und schaut mal von hinten, es ist kein Silikon dran, es ist nichts verklebt, hässlich oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Rückwand aus einem Guss. Ja, also es ist wie, ja, ein Fels da reingegossen. Ja, und ich finde es super, ich finde es klasse. Es ist, wie gesagt, individuell. Wir können da auch eure Nägel feilen damit. Ja, also es ist wirklich hart, da geht gar nichts. So, jetzt Stiftung Warentest. Teste das Ding mal noch mit dem Teppichmesser. Ja, also ihr seht, da könnt ihr auch einen Tiger einsperren. So, und ich finde, jetzt kommt der Punkt, wo man aufpassen muss, ne? Weil viele überpacen da gern und machen da ein bisschen zu viel, also zu viele Ideen in eine Rückwand. Ja, also mit einer Wurzel und da noch irgendwie ein Podest drauf und da noch eine Höhlenmalerei oder ich weiß es nicht, ja. Ich finde, weniger ist mehr. Ja, also ihr seht das Terrarium nachher auch nie wieder so. Ne? Da kommt noch die Pflanze rein, da kommen Äste rein und vor allem, da kommt ja nachher noch ein Tier rein. Und das soll ja nicht allzu sehr ablenken von der eigentlichen Sache, sondern ich würde sagen, weniger ist da einfach mehr. Von ja.
Ja, er sagt, hört auf, und er macht selber trotzdem noch irgendwas. Ja. Aber ja, es hat nichts mit der Rückwand zu tun, sondern eigentlich schon mit unserem nächsten Thema. Ja, da geht es um den Bodengrund. Und zwar möchte ich da einfach nochmal eine Erhöhung machen, wo ich nachher mit dem Substrat und der Rückwand verbinden kann. Ob das nachher zum Einsatz kommt, weiß ich noch nicht. Ich möchte einfach mal basteln, solange noch die ganzen Unterlagen da sind und auch das Material. Und ja, mal gucken, ob es dann in meinem nächsten Video zum Einsatz kommt. Wie gesagt, Thema Bodengrund. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Und ja, ich fand es lustig, ich fand es spaßig. Schreibt auch mal wirklich drunter in die Kommentare, hey, wie findet ihr die Rückwand, dass ich auch mal sehe, okay, Mensch, passt es, treffe ich euren Geschmack oder treffe ich nur meinen Geschmack, ja. Und auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Woche. Ciao.